Ja, gleiche Klamotte noch, Videotag heute. Heute kommen wir zu einer Besonderheit. Und zwar habe ich herausgefunden, dass man für das Stream Deck eine Backplate bekommt. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass, oder Technikkanal, und schön, dass ihr zum neuen Video dabei seid und wieder hier eingecheckt habt. Ich stehe ja nun auf Weiß Setup. Und rein zufällig habe ich letztens in der Elgato Software den Link dazu gefunden, dass man das Stream Deck mit einer Platte, Frontplatte verändern kann. Mir war noch nicht klar, wie man das macht. Eigentlich soll das für die neue Ausführung sein, da ich aber das alte Stream Deck noch habe, die erste Generation, habe ich da auch nicht so drauf geachtet. Und zu diesem Umbau würde ich euch gerne mitnehmen. Ist nicht ganz einfach. Aber wenn man weiß, wie es geht, kann man sich das Ganze nochmal individuell verschönern. Wie bei mir im Weiß, es gibt da mehrere. Dazu packe ich euch natürlich den, wo ihr das kaufen könnt, direkt bei Corsair. Gibt es nur direkt bei Corsair zu kaufen? In die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch, wenn euch das interessieren sollte, natürlich einen aussuchen. Ja, und zu diesem kleinen, netten Umbau würde ich euch gerne herzlich einladen. Ausgequatscht, jetzt geht's ab zur Backplate Elgato Stream Deck Check. Viel Spaß beim Video. So, Darky ist ja gerade auf Verschönerungstour und dann habe ich das entdeckt. Elgato Stream Deck Faceplatte. Da konnte ich nicht widerstehen. Die gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen. Warte mal, so, das ist die eine, da gibt es noch verschiedene andere. Streamback, da müssen wir nochmal gucken. Gesagt, da müsst ihr so ein bisschen suchen. Gaming-Zubehör, Streaming-Zubehör. Es ist nicht einfach zu finden. Überblick, Stream Deck 2 online. Was sind die Knöpfe? Stream Deck Weiß gibt es auch. Müsst ihr euch mal selber zurechtsuchen. Dass ich, wenn man das hier oben eingibt in die Suche, kommt man da noch ein bisschen ein paar mehr raus. Aber das ist ja halt, wie gesagt, Geschmackssache. Die gibt es wohl, kosten 9,90 Euro. Direkt bei Corsair, kommen aus Hongkong und mir haben sie dann halt die Versandkosten erlassen, warum auch immer. Sonst hätte das nämlich nochmal 19 Euro Versandkosten gekostet. So, da könnt ihr euch die bestellen, wer das Interesse dran hat. Na, auf Amazon gibt es die nicht. Elgato 14 Corsair Building Weiß. Gehen wir nochmal zurück, vorsichtig. Gaming. Da gibt es noch ein paar mehr. Ich bin jetzt neugierig. Lass mich mal suchen. Oh, da haben wir noch ein paar. Hier sogar noch ein Stream Deck Panel. Das ist ja interessant. Das Ding ist natürlich in Weiß. Aha, da kann man das Deck Panel. Müssen wir sich mal angucken. Bei 89 Euro. Was soll das dafür können? Okay, da hat man es dann leicht angewinkelt. Aber mir reicht das so. Gut, dann wisst ihr mal schon, wo ihr das kriegt und wir montieren das Ding. Ich packe das jetzt mal mit euch aus. So kommt das verpackt per Express an. Ich bin jetzt gespannt. Stream Deck Face Platte. Und wie geht das Ding ran? Anleitung gibt es bestimmt nicht dafür. Also so wie das aussieht, wird das einfach nur drauf gedrückt. Die sind schon ein bisschen durchgebogen aus, meine Herren. Gut. Wir montieren das mal. Dazu hole ich mir mal mein Stream Deck. So, das ist natürlich aus der Entfernung schlecht zu zeigen. Umdrehen. So gegenpressen und abziehen. Na, hier muss man ein bisschen aufpassen, weil da ist irgendwo. Was hinter, weil das war nämlich ursprünglich mal geklebt.
Und dann hoffen wir, dass das auch so passt. Das Ding ist eigentlich ursprünglich für MK2 gedacht. Hier ist ein bisschen anders. Aber das kriegen wir schon hin. Da machen wir uns da ein bisschen Kleber drauf. Wie gesagt, ursprünglich MK2. Das ist halt das Neue, aber das heißt ja noch nicht, dass wir es hier nicht befestigt kriegen. Gut, dann werde ich mir jetzt einen kleinen Klebestreifen zurecht machen. Links und rechts. Da 9, da 9. Und hier werden wir uns auch gleich einen neuen zulegen. Sollte nicht das Ding sein. So was habe ich im Haus. So, damit ihr euch das vorstellen könnt, ringsrum Klebeband. Jetzt wollen wir hoffen, dass das so funktioniert. Da so soll es rauf und wir uns nicht verkleben. Das ist noch nicht so ganz. Da drückt dann noch hoch. Da hätte es gereicht. Nachkleben. Also eine Schicht muss da noch drauf. Okay. So, nach mehreren Klebestreifen, sowas habe ich in meinem Haus, sitzt es jetzt. Könnte noch ein bisschen mehr Druck verpassen. Und wir legen unseren, wo ist denn unser, links hier wieder drauf. Man sieht, es ist wirklich gewölbt, ne? Warum auch immer. Und der Deckel passt natürlich auch nicht mehr ganz gegenüber dem Original. Aber es hält. Wenn ich mir das jetzt hier hinstelle, weil früher war es ganz drinne, jetzt geht es ein bisschen rüber. Wir dürfen nicht vergessen, es ist fürs MK2. Ne? Also, und so, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann starten wir den Rechner, dann werden wir gleich sehen, ob das alles noch funktioniert. Der Originaldeckel ist natürlich ein bisschen gerade und das hier ist gewölbt. Das ist optisch natürlich der Hit, ne? So, ich habe das Ganze nochmal nachgedrückt, jetzt passt es auch wieder rein. Bedienen lässt es sich auch. Ein bisschen ungewohnt, weil die Tasten standen etwas raus, das tut es hier nicht so ganz. Das macht er jetzt nicht. Twitch, weil ich habe ja kein Dings auf. Okay, er schreibt es auch oben rein. Cool. Und wieder ein schönes Stück weiter. So, return back. Oder wir sind zurück. Oder zurück, back kann man ja auch sagen. Und auf jeden Fall ist das ein schöner Umbau, sieht toll aus, ist nicht einfach. Man muss ordentlich viel Klebeband haben. Und bis man das dann raus hat, wie das funktioniert, geht's. Man muss oben halt drücken und dann abziehen. Das Ding ist halt geklebt. Wie das bei der MK2 ist, kann ich nicht sagen. Das ist ja die neue. Vielleicht ist das geklippt, weil eigentlich ist die da nicht für gemacht, weil innen sieht das immer noch so ein bisschen anders aus. Aber man kann es machen. Und das ist ja das Wichtigste. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal die MK2. Keine Ahnung, wer weiß das schon. Ich weiß nicht, welcher Unterschied sei. Noch bin ich mit meiner zufrieden. Wie gesagt, Video in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen Spaß gemacht. Wenn es das dann getan hat, lasst doch ein Abo da und Daumen in nördlicher Richtung. Nächste Video ist am Start. Und für die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Und schreibt doch mal selber in den Kommentaren, was davon haltet. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Technikcheck hier auf dem Kanal. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bye, bye.